wo wir zwei Nächte und viele, viele angenehme Stunden verbracht haben. Den Berg schon vorne rechts. Bis 18 Uhr arbeitet. Es gibt auch, sagt, das war meine Heimat. Und jetzt vorne auf der rechten Seite lesen wir Latvia. Wir befinden uns jetzt mit Ihnen in Lettland. Die linken Seite sieht man die Flagge des Landes rot-weiß-rot. Entstanden ist die lettische Flagge im Ort Cēsis, als dort Anfang des 13. Jahrhunderts ein Liwenfürst tödlich verletzt wurde. Sein letzter Wunsch war, auf dem Leinenstoff und nicht auf der kalten Erde zu sterben. Und als sein Körper dann zu Grabe getragen wurde, hat man gesehen, dort wo sein Körper den Leinenstoff berührt hat, sind dunkle, kräftige Farben geblieben. Der Besitzer hat bei einem französischen Maler das Porträt seiner Frau in dieser Größe vorgestellt. Er will sich dafür bedanken, dass seine Frau ihn finanziell am Anfang der Karriere unterstützt hat. Porträt von einem Jungen, der zukünftige Besitzer Nummer 2. Es ist der Sohn Peter von Biron. Aus dem kleinen Jungen ist eines Tages der nächste Herrscher geworden. Seine Feinde waren in der Nähe und Peter der Erste
hat mit seiner grausamen Stimme allen Angst eingejagt, aber wurde Bauska zerstört. Na, Bauska war sowas wie Hauptstadt Kurlands gewesen, an der Niemel ein großer Flusshafen. Hier war wichtig gewesen. Also hier rechts sieht man den Rathausplatz und jetzt fahren wir mit ihnen über den lettischen Niemel. Wir haben schon die Stadt Riga erreicht. Bis zum Zentrum ist noch ein sehr, sehr langer Weg. In Lettland isst man auch gerne Blutwurst. Gibt es bei Ihnen Blutwurst in der Schweiz? Ja. Dann ist diese Gegend Anfang des 19. Jahrhunderts. Also hier lebten rechts arme Letten, arme Russen, arme Deutschen, arme Juden. Das war keine schöne Adresse gewesen. Und heute befinden sich in den Speichern so viele Gaststätten, die viele Geschäfte. Und hier auf der rechten Seite sieht man die Rigar Markthallen. Bahnhof auf Busse stehen, sieht man den Schützenplatz, man sieht auch den Rathausplatz. Hier auf der rechten Seite sieht man durch die Bäume die anglikanische Kirche. Man sieht weiter eine hellgrüne Kirche, also sie ist Eigentum der litauisch-polnischen Gemeinde. Und weiter auf der rechten Seite sieht man das zweite bischöfliche Schloss. Das war das ehemalige zweite bischöfliche Schloss. Schön ist das Leben, ja. Also die Altstadt von Riga, wenn man dorthin, wo sind denn Ihre Fotografen? Meine Fotografinnen und meine Fotografen. Elisabethstraße rechts erinnert uns wieder an die Zarentochter Elisabeth Petrovna. Das war die Zarentochter gewesen, die ihr Leben genossen hat, als sie zur Zarin geworden ist. Sie kaufte sich Kleider, also sie besuchte die fremden Länder, sie trank die teuersten Weine und Wirtschaft, Finanzpolitik, also da haben sie genug kluge Leute um sich gehabt. Die Elisabethstraße entstand dort, wo 1870 die Stadtwälle sich befanden und dann es erwies sich, dass die reichen Kaufleute wahnsinnig viel Geld haben. Und wir haben jetzt mit Ihnen eine sehr, sehr wichtige Straße erreicht. Dort, wo vorne links die längste und die wichtigste Straße von Riga. Sie heißt auf Lettisch Brivebas-Straße, auf Deutsch die Freiheitsstraße. Ist sehr, sehr wichtig. Wieder mit der Technik aus dem Bus aussteigen, sind wir in der Altstadt nur zu Fuß. Thank you.
Wenn Sie die anderen Balsamsorten verkosten möchten. Häuser hier links, also die sind, sage ich, nagelneu, so vor 12 Jahren gebaut. Und dort sind da so ein paar alte Fotos kopiert. Und dann liest man dort die Livländische Schweiz, also steht auch auf Deutsch geschrieben. Und in den 30er, in den 40er Jahren entstand hier auch so ein schönes Sommerhausviertel. Es war gedacht, dass hier die Jäger und Pizzamers sehr oft also Gäste, diese kleinen Häuser, also links und rechts. Also, na, das ist sowas wie Altstadt. Und schauen Sie, Ahorn ist schon gelb, Kastanienbaum also ist auch gelb. Und wenn man hier länger steht, dann fallen die Kastanienfrüchte auf den Kopf. Sind die Ritter gemacht. Dass die Ritter hier in den Detail haben, die zu Hause, dass ich alte Gegenstände gefunden habe und geschrieben. Das sind die heutigen Ritter. Und also unter uns die Gauja, so sieht der zweitlängste Fluss des Landes. Und dort fallen die Augen die Hände. Mom and son and Eden, they would mock her out to love.
Seite sieht man gut, der Salzer Fluss in die Ostsee, mal gesagt, in die Riga-Bucht einmündet. Zur Sowjetzeit alles, was Lettland an Einnahmen mit Stint verdient hat. Während des Ersten Weltkrieges, da gab es hier also sehr viele Bolschewiken und die Deutschen wussten sehr genau, also, was sind das für Leute. Jetzt fahren wir mit ihnen über den längsten Fluss des Landes, das ist der Fluss Pärnu. Estland, also vielleicht bedeutet das Wort, ja, Saddam auf Estnisch bedeutet der Hafen. Dann warum heißt er das ganze Baltikum? Na, weil wir vielleicht so lange frei gelebt haben. Jetzt haben wir die Gegend gewechselt, also wir sind nicht mehr im historischen Zentrum, dass Beamten gelebt haben, Dienstleute, so Köche, so die damaligen politischen Begleiter und so weiter. Und hier auf der rechten Seite so zwei, also eine riesenlange so Reihe von schwarzen Platten. Also dort stehen also nur die Namen der Einwohner Estlands, also die im Krieg verschleppt wurden, die verstorben sind. Und dort erinnert man an die Opfer also der Sowjetzeit. So, wir kommen jetzt also zurück in die Stadt. Hier auf der linken Seite also sehen wir einen schönen, schlanken, schwarz-grünen Turm. So, das ist die Olafkirche.
Ende der Straße, die den Namen trägt, Börsengang. Und wir werden den Börsengang gehen. You just need somebody.
ersten Mal. Was bedeutet das? Guten Tag. Also Hüberweiber oder Hey. Einfach. Ja, hey. Also herzlich willkommen und ich hoffe, dass Sie eine gute Reise bis jetzt hatten. In 1812 ist Helsinki die neue Hauptstadt geworden. Russische Sitten, einige russische Wörter und russische Mentalität. Und deswegen sind die Ostfinnen und die Westfinnen ein bisschen anders. In Finnland gibt es etwa ein Boot pro Hund. Ein Boot pro Hund? Ja. Gerade vor uns ist eine Inselgruppe. Sonnenländer ist eine alte schwedische Festung seit 1748. Auf der Seite ist der Geigerbüsterpark, der Brunnenpark, seit dem 19. Jahrhundert. Also da gab es Wasserbrunnen, da gab es einen Kurort damals. Ja, so 800.000 Boote, das ist eine Menge Arbeit, wenn wir im Herbst alle Boote hoch. Und jetzt hier vor uns sehen wir das alte Zentrum. Also hier am Markt, hier kriegt man Lebensmittel, Kartoffel, Fisch und dies und das anderes. Und momentan gibt es etwas Traditionelles hier, schon seit Hunderten von Jahren. Es ist der Markt für die baltische Hering. Wir hoffen, dass alle jetzt hier sind und dass wir niemanden jetzt verloren haben. Auf der rechten Seite, die Finnland, die Halle seit den 70er Jahren, da gibt es Konzerte, also für die Sinfonieorchester, Orgeln, für Kammermusik und so weiter und so fort. Dann weiter rechts, das Nationalmuseum Finnlands mit dem Turm. Hier gerade vor uns ist das Parlament. Seit 1930. Und vor dem Parlament stehen auch die Staatspräsidenten. Und zuerst werden wir eine Kirche besuchen. Eine besondere Kirche, die Felsenkirche. Die Felsenkirche in 1969 wurde mit Dynamit und Steinbohren gebaut. Alte grüne Gebiete in Helsinki mit alten schönen Häusern und auch Fischen.
eine kleine Änderung in unserem Fahrplan. Helsinki war voll von solchen Häusern früher. Der Bahnhof, das Bahnhofsgebäude hier rechts, seit 1917. Struktur vorbei. Die sozialen Probleme in diesem Stadtteil sind auch vorbei. Oder 3 Kilometer, also nicht weit weg von hier in jedem Fall. Der Dampfschiff Grüneberg hier auf der rechten Seite. So, welcome. It makes a more star-like feeling to have this microphone, so quite nice. It is great that you are visiting today the Runeberg's home. Das Runeberg Hausmuseum ist das älteste Hausmuseum hier in Finnland. In Turku, in der alten Hauptstadt, studiert, am Anfang des 19. Jahrhunderts. Er hat Griechisch und Lateinisch in der Schule unterrichtet. Und später ist er der Hauptlehrer in der Schule geworden, der Rektor, der war verantwortlich für diese Schule. Er war nicht nur Lehrer, sondern er war auch Schriftsteller. Er hat Poesie geschrieben, er hat auch Drama geschrieben, seine Schauspiele existieren. Und das berühmteste Buch von ihm heißt da auf Deutsch Friedrich Strahl. Also, er hatte verstanden, dass in Helsinki keine Musik spielt. Findet man da im Café Häuser das ganze Jahr. Reisen, Wissenschaftler, Künstler haben das Haus damals besucht und so viele. Jetzt hat man das Haus.
Haus wurde in 1762 gebaut. Die Familie Holm war wohlgehabt hier in Porvoo. Und Herr Holm hatte Aktien in einer Zuckerfabrik. Zucker in Finnland gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Er hatte auch Schiffe, also eine ganz kleine Flotte. Und seine Schiffe, die segelten damals im Baltischen Meer bis Mitteleuropa, also internationaler Handel. So ist der Großvater Johann Holm, dann der Sohn Johann Holm und dann noch der Enkelsohn Johann Holm. Die Familie hatte auch Personal, also es gab etwa 10 Mädels hier. Ja, also die hatten keine eigenen Zimmer, die hatten da ein Zimmer für 10 Personen. Seite das der Fußplatz der Wohnort in Helsinki. So ruhig wie jetzt ist es noch nie gewesen. Es hat schon gut angefangen. Schon. Ich glaube, den besten Test haben wir bestanden, wo sie gesagt hat, ich komme gar nicht auf Zürich, sondern ich bleibe in Warschau, weil die, die es nicht bis auf Warschau schaffen, da gibt es eine natürliche Selektion. Und das haben es wirklich alle geschafft. Ich glaube, das ist als Geheimnis gesehen. Du willst einmal über unsere Reisegruppe vielleicht ein paar Worte verlieren. Darum habe ich im Büro angerufen, sie sollen in Zürich schauen, dass sie einsteigen. Also es hat geklappt. Du hast es gut organisiert. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut herausgekommen. Und so hat es immer alles wunderbar gehalten. Und aus dem Grund... Nein, wir haben wirklich alle... Also ich glaube, ich darf das hier sagen. Im Namen von allen. Wir haben eine ganz schöne Reise, eine spannende Reise. Wir haben so viel Neues gesehen. Wir sind hier geführt worden, durch das Baltikum, durch die Geschichte, durch die verschiedenen Städte. Du hast es so subtil und gut begleitet. Und da sind wir sehr dankbar.
Jetzt, ich habe heute das Kärtchen gekauft. Und die haben mir alle unterschrieben, Blanco. Blanco haben die unterschrieben. So vorne drauf ist ein ganz bescheidenes Kärtchen. Man sieht hier Schüssel mit Krise. Es gibt es zwar hier nicht in dem Sinn. Hier ganz bescheidene Maus, die in der Krise hineinträgt. Und irgendwie ist es symbolisch so, so schön gesehen. Und ich habe da in ihrem Lauf ein paar Worte hineingeschrieben. Liebe Karin, unsere Reise war wie ein Topf voller Kirschen. Jede Stadt und jeder Ort mit ihren Eigenheiten haben die Bohle zu einem Zaubertrank gemacht. Dass alles so wunderbar geklappt hat und wir uns so aufgehoben fühlten, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und wünschen dir für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Freude bei der Arbeit. Deine Reisegruppe aus der Schweiz. Danke. Vielen herzlichen Dank. Das ist danke, das ist sehr lieb. Vielen Dank, alle. Ihr seid wirklich eine super Gruppe gewesen, muss ich sagen. Also eine seltene Gruppe, die so harmonisch ist, wo alle miteinander auskommen, alle miteinander reden, die sich nicht aufsplittert. Also, das war wirklich genial gewesen. Ich habe es genossen, mit euch zu reisen. Ich hoffe, ihr habt alle ganz viele schöne Erinnerungen an diese Reise, viele schöne Bilder im Kopf oder nachher dann auf den Fotos auch, wenn ihr es durchschaut. Und es würde mich wirklich freuen, wenn wir uns irgendwo, irgendwann wieder einmal begegnen. Danke vielmals. Pientä kulkijaa. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Ich glaube, das hat noch einen schönen Applaus für ihr schönes Rennen. Die Koffer müssen wir da noch gehen. Und dann, wer tagsfreie Einkäufe gemacht hat, da helfen wir am Flughafen.
So, ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen bald hierher. Soldatin, die verantwortlich für das Leben von unserem Staatspräsidenten ist. Also hier nebenbei, dem Präsidentenpalais. Und wir sind im Nordhafen. So, die müssen jetzt bald in die Werfte für den Winter. Also hier können die nicht mehr bleiben. Und da benutzt man Teer als seine Speise. Über und dann durch Ost-Helsinki in die Richtung von Flughafen.